So, mein bester Sven, was haben wir Schönes? Ui, ein Öhrchen. Oh. Ja. Mohammed Ali, Cassius Clay. Muhammad Ali. Muhammad? Ja. Ich dachte immer Mohammed. Hm. Ja, das ist ja auch schön. Also hier kann man so ein bisschen vorwegnehmen, dreht es sich eigentlich gar nicht um den Uhrenhersteller, sondern das, was die mit dem Muhammad Ali zusammen gemacht haben und dann als Limitierung rausgebracht haben. Weil... Ich merke, ja warte, wir sind schon fast in der Expertise. So weit darf es nicht gehen. Bitte schön, die Herrschaften. Du musst ja alles wiederholen. Gehen. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Julia. Mich nennen hier alle Horst, Julia. Gerd. Gerd. Und das ist er, Sven Deutsch, meine Hallo. Hi. Hi. So, ihr zwei Hübschen, erzählt ein bisschen über euch. Wo kommt ihr her? Ich komme aus Kiel, bin 43 Jahre alt, Erzieherin und habe heute meinen Vater mitgebracht. Ja. Wo wohnst du? Ich wohne in Preetz, ein bisschen weiter weg. Mhm. Also du bist im Ruhestand? Ja. Was hast du vorher gemacht? Ich war Schiffshörer zum Schluss. Ja, wow. Und davor war ich. Fluss oder See? See. Wow. Ihr Lieben, wo habt ihr denn diese außergewöhnliche Geschichte hierher? Wir haben die Uhr tatsächlich in Amerika gekauft damals, in Florida. Okay. Wir waren und sind auch immer noch große Boxfans und sind nachts aufgestanden, haben Kämpfe geguckt aus Amerika. Das war ja damals die Zeit, was es heute leider nicht mehr so ist. Soll ich dir was sagen? Das muss aber auch unter uns bleiben. Okay. Meine Mutter auch. Es ist kein Witz. Ja. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber den Kampf hast du nicht geguckt. Nein, das natürlich nicht. Meine Zeit war Mike Tyson. Ja. Genau. Komm, dann erzähl mir weiter. Jetzt bin ich neugierig. Ja, wir haben ja gehört, dass ihr in den USA wart und da habt ihr dann diese Uhr gekauft, weil das Schild, Preisschild ist auch in US-Dollar ausgezeichnet. Mhm. Und ich kann euch auch sagen, wann ihr da wart. 93, 94? Ja. Richtig. Ja. Dass du nämlich diese Uhr rausgekommen hast. Du bist so ein raffinierter Hund. Du. Und hier steht auch ein US-amerikanischer Hersteller hinter. Das ist nämlich die Marke Fossil. Fossil kennen wir heute aus dem Bereich Modeuhren. Und diese Uhr, die ihr mitgebracht habt, die ist halt im Jahr 1993 rausgekommen in einer Limitierung von 7500 Stück. Und hier geht es um The Greatest. The Greatest ist der Kampfname von Muhammad Ali. Muhammad Ali, dreifacher Schwergewichtsweltmeister. Ist er irgendwann mal zum Islam konvertiert, deswegen der Name Muhammad Ali vorher, also gebürtig Cassius Clay. Und er hatte diesen Kampf mit dem sogenannten Phantomschlag. Also ich habe mir das auch ein paar Mal angeguckt und es sieht ja so aus, als wenn er den Sonny Liston überhaupt nicht trifft. Das war nämlich am 25. Mai 1965 und der Kampf hat auch fürchterlich lange gedauert. Was denkst du, wie lange? Okay, wenn du so anfängst, dann 105 Sekunden, wenn wir mal von Sekunden sprechen. 105 Sekunden. Und wenn du diesen Schlag schießt, ne, da liegt der Liston dann da, weil, jetzt mach ich das Ganze mal hier auf, da ist dieser große Moment in der Boxgeschichte. Ja. Das Schöne ist, man hat es so geschafft vom Fossil, dass er die alle signiert hat. Ach, das ist wirklich signiert, das ist seine Unterschrift, das ist nicht gedruckt. Es gibt nämlich hier drin ein Zertifikat, das macht man immer bei Limitierung. Toll. Dass das halt alles authentisch ist. Bei der Box ist man hier ein bisschen sparsamer gewesen. Es gibt hier unten noch mal so eine kleine Plakette mit The Greatest. Und man hat hier eine normale Holzbox genommen. Das ist kein Edelholz. Das hat man nur auf Mahagoni gebeizt, damit es ein bisschen edler wirkt. Okay. Und hier unten siehst du ja auch, das ist die Nummer 6640 von 7500. So, jetzt mache ich das Ganze noch mal auf. Hier unten gibt es noch mal so ein kleines Reiseetui. Oder das ist eigentlich die Uhrenbox, wo diese Quarzuhr drin war. Schiebe ich das hier mal wieder runter. Jetzt schauen wir uns die Uhr mal an. Ihr habt die nie getragen? Nein. Die war da auch nie raus. Die war auch nie raus. Ich habe mal geguckt, man kann ja rumtricksen und kann hier halt auch dieses Schild mal wieder irgendwie dran machen. Aber ihr habt die nicht getragen. Nein. Dann hat man das Zifferblatt erhaben, so ein Relief und ein Konterfei von Muhammad Ali. Dann halt noch mal seine drei Weltmeistertitel aufgeführt. Wenn du dir jetzt, was guckst du denn? Was die gekostet hat? 200 US-Dollar. Aha. Mhm. Wenn wir uns jetzt das Zifferblatt einmal angucken, da haben die, da ist ein Quarzwerk verbaut. Das Ganze ist oben am Etikett auch noch mal als Japan-Movement bezeichnet. In den meisten Fällen sind das Miyota-Werke oder vielleicht irgendwelche Seiko-Werke. Die haben die zugekauft. Von den Produktionskosten her haben die dann natürlich auch den Ball flach halten wollen, weil die Kooperation oder die Zusammenarbeit mit ihm, die wird richtig Geld gekostet haben. Ja. Aber wir haben den großen Boxer dahinter. Wir haben diese große Szene aus der Boxwelt. Und wir haben das große Glück, dass das Set umgetragen ist. Das hört sich für mich alles gut an. So, ihr Lieben, was möchtet ihr haben dafür? Wir hätten gerne 300 Euro dafür. Sind 300 Euro ein Volltreffer? Jetzt kommt etwas Höheres von mir, 400 bis 500. So habe ich ihn lieb. Absolut realistisch. Also schön. Das macht natürlich hier diese Unterschrift aus. So ist er. Man muss ihn einfach lieb haben, er hat nicht nur Ahnung. Ihr Lieben. Das hat er uns voraus. Packst du das ein? Ja.
Das ist lieb von dir, dann kann ich nämlich das Kärtchen überreichen. Ja, ihr danke Lieben, schön. Bitte schön. Dankeschön. Das war mal sehr nett mit euch. Vielen Dank. Ja, mit euch ich auch, kann ich zurückgeben. Ja, mit euch hätte ich gern länger geschnackt. Bleibt gesund und munter. Ja, ihr auch, ihr Lieben. Ne? Okay. Viel Erfolg euch. So, das nehmt ihr mit und da geht's rüber. Okay. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. I'm gonna fight for the prestige, not for me, future. We must the rumble with the country. Guten Tag, der Herrschaft. Guten Tag. Hallo. Wir grüßen Sie. Hallo. Oh. Wir haben etwas Schönes mitgebracht. Ein großer Name. Ja. Muhammad Ali. Entschuldige, dass ich euch berichtige, der heißt Keshe. Nein, Muhammad. Muhammad. Ja. Aha. Das ist ja schön. Das ist ein handsigniertes Foto, ist das richtig? Ja. Und es gibt anscheinend dieses Stück 7500 Mal und das ist die 6640, also ein Auflagenobjekt. Genau, richtig. Aber er hat das händisch unterschrieben. Ja. Und ach, da ist 7000 Stück. Ja. 7500. Eine Armbanduhr. Ach so. Das sieht man ihn auch. Das ist eine Quarzuhr, also eine batteriebetriebene Uhr von Fossil. Das war damals so eine Kooperation von Mohammed und Fossil. Es ist jetzt eine Uhr, die hat kein besonderes Werk oder so, aber es ist ein schönes Exemplar. Von wann ist das? 1993. Okay. Also er war der größte Boxer aller Zeiten. Mhm. Nach wie vor ein toller Mensch. Ja. Und er hat auch sehr viel getan. Also es war nicht leicht, auch Rassismus und dergleichen. Ja. Er war ein Kämpfer. Genau. Er hat sich auch gegen den Vietnamkrieg entschieden und durfte deshalb ja jahrelang nicht mehr boxen und auftreten. Genau. Wie sind Sie denn an das gute Stück gekommen? Wir haben es in Amerika selbst gekauft. Okay. Mhm. Ja, ich bin begeistert und ich starte bei 200 Euro. Ja, 250 Euro. 300. Also ich hätte vor allem Interesse an der Unterschrift, wenn wir das aufteilen können. Ja, ja, und nicht die Uhr. Ja, genau, die Karte würde ich auch nehmen. Das überlege ich mir hinterher, nachdem ich es gekauft habe, ob ich das mit dir mache. Okay. Gut, dann höre ich auf 320. 350. 400. Sehr gut. 420. 450, ja. Das sind keine schlechten Gebote, oder? Nee. Hört sich gut an. Ja. Ja. Wie sieht's denn aus? Verkaufen Sie eine Leo. Wie viel hast du geboten? 450. Ja, wir verkaufen. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Kommen Sie bitte. Bitte schön. Ich verkaufe die Uhr gleich am Tisch weiter für 500. Das ist okay. Aber nur die Uhr, ne? Ja, die beiden hatten Interesse. Da wird es gleich hier nochmal ein Bietergefecht geben. Okay. Gut. 100, 200, 300, 400. Und 50. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen. Auf Wiedersehen, die Dame. Tschüss, der Herr. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Nein, Leo, ein großer Name. Also, so etwas geht immer. Eine Legende.